Hallo und willkommen zu Tomb Raider. Dem echten, dem originalen, dem Klassiker von 1996. Huch! Oh, zu lange Menü gewesen. Da startet einfach mal der Demo-Modus hier. Bisschen laut, da muss ich mal kurz hier drehen. So, besser. Ja, also hier, ja. Ich will keinen Demo-Modus sehen, danke. Ich gehe jetzt erstmal zum Einspielen zu Laras Haus. Muss mal schauen, wie das funktioniert mit den Zwischensequenzen. Mit den Cutscenes, die sind nämlich leider auf, weiß ich gar nicht, 640x480? Irgendwie sowas in der Art. Und ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass Fraps da abstürzt. Ich hoffe, das passiert nicht. Irgendwie habe ich ein Kloß im Hals, weiß auch nicht warum. Also ich werde die Zwischensequenzen werde ich natürlich dazu laden. Ist dann halt ein bisschen mehr Aufwand, weil ich die extra aufnehmen und hoch skalieren muss, damit es im Video einigermaßen zusammenpasst. Und ja, wir gehen jetzt da mal zu Laras Haus zum Einspielen. Und ich hoffe, Fraps macht das mit. Das sehen wir gleich. Oh. Da ist mir die DOS-Box abgestürzt. Na gut, dann versuchen wir das nochmal. Ah, und da sind wir schon wieder im Hauptmenü von Tomb Raider. Also, ich hoffe, ich denke dran, die Aufnahme zu beenden, bevor Cutscenes kommen, sonst stürzt mir nämlich das Spiel ab und Fraps stürzt auch gleich ab. Und dann ist die Aufnahme im Poppes. Und jetzt gehen wir nochmal nach Laras Haus. Nach Laras Haus, genau. Zu Laras Villa. Und da werde ich jetzt erstmal die Aufnahme vorsichtshalber beenden bis nach der Cutscene und dann sehen wir uns gleich wieder. Sie hat gerade gesagt, Welcome to my home. Das hat man leider nicht gehört. Oh Gott, das wird... Use the direction keys to go into the music room. Ja, ja, gleich. Ja, wie gesagt, das Spiel ist von 1996. Damals war diese Grafik wunderbar, super toll. Rolle funktioniert, Ende funktioniert auch. Aha, aha. Ich muss gerade ein bisschen mit der Steuerung... Okay, so funktioniert es nicht mit Shift. Was wollte ich sagen? Ich wollte irgendwas sagen und hab's vergessen. Ach ja, genau. Das Spiel ist... Das Spiel ist leider nur auf Englisch. Ich habe zwar die deutsche Originalversion hier rumliegen, auf Scheibe, mit fetter CD-Schachtel und so weiter. Aber leider lässt sich das Spiel von CD nicht mehr installieren. Ich habe mir das jetzt... Vor einer Weile habe ich es mir im Bundle gekauft, auf Steam, die ganzen Classics. Und da gibt es die leider nur in Englisch. Ich habe auch noch keine Möglichkeit gefunden, da HD-Texturen reinzupatchen. Die gibt es nämlich auch. Funktioniert aber mit der Steam-Version irgendwie nicht so wirklich. Ich bin schon ganz froh, dass ich es immerhin auf HD-Auflösung gebracht habe. Und ja. Wie gesagt, das Spiel ist Englisch. Ich kann es leider nicht umstellen. Aber damit muss man jetzt einfach leben. Und wir schauen uns jetzt mal um. In Laras Haus. Um mit den Controls klarzukommen. Okay. Let's do some tumbling. Press the jump button. Kann sie keine Rolle in der Luft machen? Geht das noch nicht? Geht wohl noch nicht. So läuft sie. Ah, okay. Kopfsprung funktioniert auch. Wunderbar. Hui. Es dauert noch ein bisschen, bis ich mich eingespielt habe. Früher war ich da echt gut in dem Spiel. Das habe ich auch gesuchtet ohne Ende.
Hä? Kann ich das nicht benutzen? Anscheinend nicht. Und tut mir leid, wenn ich ins Mikro huste, ist immer noch dieselbe Geschichte, immer noch krank. Neverwinter Nights. Ah, the main hall. Sorry about the crates. I'm having some things put into storage and the delivery people haven't been yet. Ja, die Soundqualität ist auch super. Aber das Spiel ist halt doch schon alt. Was wollte ich sagen? Ja, Neverwinter Nights 2 wird leider noch die nächste Fortsetzung ein bisschen auf sich warten. Up to a crate, and while still pressing forward, press action and I'll vault up onto it. Ja, lass mich doch mal ausreden, Mädchen. Die nächste Fortsetzung von Neverwinter Nights wird noch ein bisschen auf sich warten lassen, weil ich da einfach... Ich bin immer noch krank und ein bisschen zumindest angegriffen. Und es ist einfach zu viel zum Lesen. Das macht meine Stimme nicht mit. Au. Ich stecke fest. Ein Parcours zum Üben. This used to be the ballroom. I don't actually run everywhere. When I want to be careful, I walk. With the walk button down, I won't fall off, even if you try to make me. If you want to look around, press and hold the look button. Huch. Then press in the direction you want to look. Ja, der look button funktioniert auch. Laras Haus. If a jump is too far for me, I can grab the ledge and save myself from a nasty fall. Walk to the edge with the white line until I won't go any further. Oh. Hat nicht geklappt. Then press jump immediately, followed by forward. And while I'm in the air, press and hold. Right, this is a really big one. So do a running jump exactly as before, except while I'm in the air. Nice. Also das Haus ist so eine Art Tutorial. Ich spiele. Try to vault up here. I can't climb up because the gap is too small. But press right and I'll shimmy sideways until there is room. Then press forward. Das habe ich losgelassen, ich hält. Bei den alten Spielen muss man nämlich die Taste zum Festhalten noch gedrückt halten. Sonst lässt sie nämlich einfach los und fällt runter. Tap backwards and I'll jump off backwards. Immediately press and hold the action button and I'll grab the ledge on the way down. Ja, ja, also wie auch immer. Das Haus ist sozusagen... Let's go for a swim. Lass mich doch mal was sagen. The jump button and the directions move me around underwater. Lass mich doch mal was sagen. Ah, air. Just use forward and left and right. Right. Now I'd better take off these wet clothes. Huch. Oh, ja. Ich wollte eigentlich sagen, die Menschen ist das Tutorial zum Einspielen. Man hat die Anweisung gehört. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen rumlaufen. Ich war jetzt nicht darauf vorbereitet, dass es einfach aufhört. Wenn ich diesen Parcours da, wenn ich aus dem Wasserbecken wieder rausgehe. Aber okay, soll mir recht sein. Dann starten wir mal ein neues Spiel. Ich muss die Aufnahme gleich wieder beenden, damit es mir nicht abstürzt. Hoffentlich denke ich dran, die Filmsequenz nachher reinzuschneiden. Also hier einmal ein kurzer Schnitt und dann geht es gleich weiter im ersten Level von Tomb Raider.